Ja, hallo, mein Name ist Andreas Decke und bitte Sie heute in mein Atelier einzutreten. Schon in der frühesten Jugendzeit habe ich gemalt sozusagen, wie es halt immer so schön heißt. Und das habe ich dann eben auch dann als Studium eben wahrnehmen können. Ich habe eben an der Fachhochschule Kommunikationsdesign studiert, im speziellen Bereich für Kunst und Bau. Und da war eben Zeichnen, Malerei eben auch ganz wichtig gewesen. Und seitdem bin ich auch seit 87 dann selbstständig als freischaffender Künstler tätig. Generell ich mal immer was ersichtlich ist sozusagen, also was man mit den Augen sieht. Und das versuche ich eben umzusetzen. Fokussiert auf Ölmalerei bin ich schon auf alle Fälle, weil es für mich eben am besten zu handeln ist einfach auch. Ich mag auch den Duft sozusagen der Ölmalerei oder wie man halt diese Weichheit, einfach das Haptische. Da habe ich in der Nachbarschaft hier drumherum, das so die 60er-Jahrhäuser, habe ich einfach mal Details wahrgenommen erstmal natürlich und dann eben gemalt. Und an sich sind es ja keine schönen Motive, man kann sagen, weil ich diese Häuser gemalt habe, dass es ja vielleicht eine Kritik wäre, aber so ist es eigentlich nicht. Es ist einfach bloß, ist mir aufgefallen, hoppla, die haben schöne Lichteinfälle und schaut trotz allem, trotz ihrer angeblichen Hässlichkeit, trotzdem eigentlich hat es ein malerisches Motiv. Der Vorteil hier jetzt in der Gegend von Zusmershausen, dass es wirklich eine schöne Landschaft ist, wird zwar immer mehr verbaut, muss man natürlich auch dazu sagen, aber an sich ist es immer eine sehr, also schöne Landschaft mit schönen Details und natürlich auch schönem Licht. Also jetzt hier in Augsburg, Umgebung, ist das Licht ja relativ klar oder im Süden von Deutschland. Ich komme ja aus Würzburg, da aus dem Maintal, da war es immer so diesig und es ist ja völlig anders hier. Da hat man immer schönes, klares Licht an sich, also auch verschiedene Lichtsituationen und das ist eben ja, einfach der Reiz. Und einfach, ich fahre einfach rum und gucke, welches Motiv, habe einen Skizzenblock dabei oder Aquarellkasten oder halt gehe auch direkt mit meinen Malfarben raus und male auch dann vor Ort.